denke, so geht es einigermaßen. Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Man sieht mich mal wieder live vor der Cam. Ich wollte mal wieder ein bisschen was drehen, mal wieder ein bisschen Real Life machen. Und ja, ich habe für euch heute eine Sache, die ich euch gerne vorstellen möchte, die ich gelesen habe, die ich sehr gut finde und das möchte ich gerne mal supporten. Denn ich möchte euch heute das Super Action Magazin vorstellen. Das ist ein Magazin, welches die Themen Toys, Hörspiele, Conventions, Cosplays behandelt. Kostet derweil 7,50 Euro. Davon gab es auch schon mal eine Ausgabe, die habe ich auch. Habe ich jetzt gerade mal hier in so einer Folie eingepackt, halt einfach damit es sicher verpackt ist. Ich kann das einfach mal, habe ich es geklebt? Ich glaube nicht. Ich packe die jetzt einfach mal, ich kann mal der... ja, um euch das mal zu zeigen. Ich habe den einfach mal den Winkel jetzt mal geändert. Das war Ausgabe 1 von Super Mega Action, hieß es damals noch. Jetzt haben wir das Super Action Magazin. Mit Godzilla drauf. Hier ist noch Chewbacca damals drauf gewesen. Das ist recht neu, das ist vom Kiosk Verlag. Und ja, Ausgabe 1, 23, das ist auch Ausgabe 1b. Das andere ist Ausgabe 1b. Und wenn ich eh schon mal dabei bin, dann kann ich euch beide mal zeigen. Ist ganz cool für, ja, Leute, für, ja, wie soll ich sagen, Action-Spielfiguren, Fanatiker oder generell welche, die mit Hörspiel ein bisschen was anfangen können. Na, ich werde mal, guck mal kurz den Winkel geändert. Ja, wir können da gleich mal ein bisschen, ich kann euch gleich mal ein bisschen was zeigen. Das ist nämlich von Carsten Gritzan, das ist der Chefredakteur, das ist der gute Mann hier, der hat das Ganze ins Leben gerufen. Und ich kann euch einfach mal ein paar Ausschnitte zeigen, um euch einfach mal ein Bild davon zu machen. Ne? Hier wird zum anderen, kennt man jetzt hier vielleicht Masters of the Universe behandelt, ne? Als Hörspiel oder generell, genau, die Comic-Con Stuttgart, da haben sie mal ein bisschen aufgegriffen. Übrigens, passenderweise habe ich gerade ein He-Man-Oberteil an. Das gab es mal bei Taco, tatsächlich für einen Zehner. Cosplayer werden hier vorgestellt. Hier ist so ein Ahsoka Tano Cosplayer, oder Cosplayerin. Die wird dann interviewt. Ja, sehr viel Star Wars. Und ich sag mal ganz ehrlich, für 7,50 Euro konnte ich da einfach nicht Nein sagen. Ne? Also habe ich mir sofort gekauft und auch die Qualität ist halt einfach mega. Ne? Hier hast du noch zum Beispiel ganz klassisch Defenders on the Earth, auch als Actionfiguren, und wie gesagt, die Qualität ist halt wirklich hochwertig, die Seiten, die sind halt wirklich geil. Und hier hast du dann zum Beispiel auch mal Actionfiguren, die sie hier abgebildet haben und vorstellen. Was kann ich denn mal noch zeigen? Masters. Dann hast du hier noch jemanden, Kim Simmons. Der hat damals die Hintergründe für die Actionfiguren von Star Wars erstellt. Ja, der hat damals die Bilder für gemacht. Zum Beispiel jetzt hier für so einen AT-AT. Mega cool auf jeden Fall. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Ganze zu lesen. Das war jetzt hier die Ausgabe 1. Und dann habe ich jetzt letztens neulich erst die Ausgabe 2 gelesen. Nochmal hochwertiger, finde ich. Unter anderem wird hier, was ich ganz geil fand, ist einmal Godzilla behandelt. Ne? Godzilla, die Entstehungsgeschichte. Die ganzen Filme werden aufgegriffen, aber auch die Actionfiguren, die es damals gab. Die haben sie auch ein bisschen, ne, vorgestellt. Und das war schon mal ziemlich cool, wenn man auch mal so guckt, hier ist Background, alles in Schwarz-Weiß, Hintergründe, richtig cool. Ja, es ist, müsste es noch im Handel geben, im Kiosk, ist auch recht neu. Wenn ihr auf sowas steht, einfach mal auschecken oder einfach mal suchen.
Oder jetzt hier zum Beispiel die Aliens. Die gab es auch mal so ein paar Actionfiguren von. Da haben sie einfach die Playsets und die Actionfiguren vorgestellt, die es da mal gab. Sowas hier zum Beispiel, ne? Mega. Richtig cool. Und ja, unter anderem hier halt Hörspiele, die sogenannten O-Ton-Hörspiele. Das waren halt Hörspiele mit einem Sprecher dann meistens. Recht billige Hörspiele. Da gibt es unter anderem Disney-Hörspiele von. Oder man hat hier einfach Winnetou oder Alf oder Baywatch. Das, da haben sie mal ein bisschen drüber geschrieben. Das fand ich auch ganz interessant. Auch wenn das jetzt, sag ich mal, nicht meine Kindheit gewesen ist. Aber es ist schon recht, recht interessant gewesen. Ne? Und ich sag mal ganz ehrlich, für 7,50 Euro, ich arbeite ja selber in einem Zeitschriftenhandel, und muss ganz ehrlich sagen, also für das, was momentan, für was, ja, die Zeitschriften mittlerweile verkauft werden, für die Qualität einfach auch an Zeitschrift, sind 7,50 Euro wirklich nicht viel, würde ich sagen. Also es ist schon für die Qualität, ist das wirklich sehr, sehr fair. Ne? Also es ist wirklich ein toller Preis. Das wollte ich euch einfach mal vorgestellt haben. Denn ich finde, sowas muss man supporten, unterstützen. Wenn ihr die noch nicht gekannt habt, dann einfach mal googeln, gucken, im Kiosk eures Vertrauens kaufen. Kann ich euch sehr empfehlen, auf jeden Fall. Ja, das war mal wieder ein Real-Life-Video von mir. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. War mal wieder was anderes. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Leute, und sage mal, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.